Jetzt mal Real Talk. Ich habe ein Experiment gestartet und bin umgestiegen von einem aktuellen Flaggschiff auf ein Mittelklasse-Handy aus 2020. Und ich will jetzt wissen, was fehlt mir wirklich? Dieses Pixel 6 Pro hier kostet aktuell 1000 Euro. Ein neues Pixel 5 kriegt man so für die Hälfte. Und ja, in fast allen Punkten ist das Pixel 6 Pro etwas besser, aber halt nicht die Welt. Das Pixel 6 Pro hat die bessere Performance. Das heißt aber nicht, dass das Pixel 5 langsam ist. Es kommt einfach bei harten Aufgaben schneller an seine Grenzen. Das habe ich im Alltag fast gar nicht gemerkt. Das gilt auch für das Display. Ja, das 6 Pro wird heller. Ist ein Ticken schärfer und ein bisschen flüssiger. Aber nicht so, dass es den doppelten Preis rechtfertigt. Wo es mir aufgefallen ist, ist bei Akku und Kamera. Wir haben beim Flaggschiff eine dritte Linse und generell neuere Technik. Außerdem ist der Akku 20% größer. Dafür muss man aber sagen, das Pixel 5 habe ich viel lieber in der Hand. Es ist leichter, kompakter und sieht meiner Meinung nach vorne auch einfach richtig geil aus. Der Fingerabdrucksensor ist nicht im Display, sondern auf der Rückseite. Dafür aber wiederum schneller. Was ich sagen will, ja, das teuerste ist oft das geilste, aber nicht immer das sinnvollste.